Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch wenn die aktuellen Probleme nicht so akut sind wie während der Eurokrise vor gut 10 Jahren, wir erinnern uns, bleiben strukturelle Probleme der Euro-Architektur bestehen. Und auch darüber, denke ich, müssten wir hier reden. Ich rede zum Beispiel von den Leistungsbilanzungleichgewichten, die nach wie vor da sind, die insbesondere in südeuropäischen Ländern Druck auf die Sozialsysteme erzeugen, die mangelnde demokratische Kontrolle der EZB, die Nichtausrichtung der EZB-Statuten an einem sozialen Kriterium wie etwa der Arbeitslosigkeit, das hat ja zum Beispiel die Fed in den USA, oder auch die faktische starre Schuldenbremse. Wir müssen auch darüber reden, auch wenn die Situation gegenwärtig relativ stabil ist. Was die Schuldenbremse angeht, brauchen wir zumindest eine Art goldener Regel, die flexible Investitionen im zivilen Bereich ermöglicht. Mit deutscher Unterstützung wurde jetzt leider beschlossen im Europäischen Rat, dass Militärausgaben rausgerechnet werden können. Das ist der falsche Weg. So war die goldene Regel nicht gedacht. Antidemokratische Vorgänge, Äußerungen etwa, wie jüngst jetzt auf die Präsidentschaftswahl in der Slowakei von Herr Hunko, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Petri? Ja. Vielen Dank. So, vielen Dank, Herr Kollege Hunko, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wir haben ja eben eine Kurzintervention des Kollegen, nee, Kollegen ist es nicht, Gottschalk gehört, da darf ja jeder, glaube ich, sagen, was er will. Also insoweit, ja, der Herr Gottschalk hat sich das selber geoutet als jemand, der keine Ahnung hat. Aber jetzt kommt die Zwischenfrage. Lieber Kollege Hunko, ich bin auch immer dabei, den Euro und die EZB und die Aufgabenstellung der EZB weiterzuentwickeln. Ich bin aber auch dabei mit meinem Fraktionsvorsitzenden, dass man in diesen Krisenzeiten auch über Friedenspolitik reden darf und Szenarien auch diskutieren muss, wie man wieder Frieden schaffen kann. Aber jetzt meine Frage. Der Euro ist doch nun wirklich ein Instrument dazu, hier eher die Stabilität hineinzubringen in diese Diskussion und die Stärke zu zeigen, als dass dies nun im Gegenteil der Fall wäre. Sind Sie nicht da auch meiner Meinung, lieber André, bist du nicht unserer dieser Meinung? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, bei der Euro-Einführung konnte man sicherlich kritisch sein. Was ich aber hier vielleicht klarstellen will, dass jetzt ein Austritt aus dem Euro, eine sozusagen Rückkehr zur D-Mark, wie das hier insinuiert wird, dass das grober Unfug ist. Wir haben eine relative Stabilität. Wir müssten aber auch diese Zeit jetzt nutzen, um den Euro auch auf künftige mögliche Krisen festzumachen. Also externe Schocks, wie damals die Finanzmarktkrise. Darauf zielte mein Redebeitrag ab. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt eine relative Stabilität. Ich will aber auch sagen, antidemokratische Äußerungen, wie jetzt von Kollegen Röttgen aus der CDU, dass, wenn in der Slowakei falsch gewählt wurde, dass man aus der EU austreten sollte, sowas legt die Axt an die europäische Kooperation, und sowas ist nicht akzeptabel. Im Übrigen bin ich der Meinung, wir haben heute den 5. Jahrestag der Inhaftierung von Julian Assange. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Julian Assange sofort freigelassen werden sollte. Es ist nicht mehr akzeptabel. Es ist dringend an der Zeit, dass er freigelassen wird. Vielen Dank. Sabine Grützmacher für Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin.